Hallo, mein Lieben, und einen wunderschönen guten Abend und willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Einen neuen Bauvlog. Denn, ihr habt schon den Titel gelesen, wir schlafen heute das erste Mal hier auf der Baustelle. Und ihr seht auch schon, wir sitzen hier schon im Schlafzimmer auf dem Bett. Kleine ist ja auch schon da. Die ist auch schon im Schlafanzug. Und wir haben jetzt auch schon ihr Beistellbett hier aufgebaut. Das nutzen wir eigentlich ja gar nicht. Sie schläft ja bei uns im Bett. Aber ja, wir dachten, wir stellen es hier trotzdem nochmal auf, je nachdem, wie das denn hier so läuft. Ja, Felix richtet hier gerade den Fernseher ein, dass wir auch gleich noch ein bisschen Fernsehen schauen können. Und ich habe die Kleine jetzt gerade schon bettfertig gemacht und wir haben so ein bisschen grob paar Sachen in ihr Zimmer geräumt, damit wir sie morgen früh wickeln können. Und ja, das heißt, wir werden jetzt die erste Nacht hier oben schlafen. Ich bin echt gespannt, wie das ist. Wir haben das Bett auch schon bezogen hier. Ich habe extra neue Bettwäsche gekauft. Ich glaube, die habe ich euch ja schon mal gezeigt. Die ist richtig schön. Und hier auch, das sieht so richtig gemütlich aus. Ich freue mich schon. Freust du dich auch? Ja. Wir sind ja ganz gespannt, wie das ist. Ja, ich wollte euch noch kurz einmal zeigen, was wir jetzt so letzten Tage gemacht haben. Es ist im Moment nicht viel passiert, weil man so die kleinen Sachen einfach nicht sieht. Und wir machen gerade im Moment sehr, sehr viel Kleinkram. So, wir haben hier übrigens so eine Gasheizung stehen, sonst ist es ein bisschen zu kalt. Also, das erste hat sich im Babyzimmer tatsächlich verändert. Erstmal haben wir hier neue Birnen drin, aber das ist ja schiedegold. Und dann haben wir hier, das Zelt bleibt hier übrigens nicht stehen. Das steht jetzt einfach nur noch so. Denn ich habe das jetzt ausgetauscht gegen das hier. Und zwar einen super süßen Stuhl. Also einen Tisch mit Stühlen. Richtig schön in so einer Holzoptik. Hausoptik, oh Gott, was ist mit mir los? Genau, finde ich richtig schön. Das ist auch ein richtig schönes Holz und so. Und hier hinten haben wir noch so einen kleinen Sitzsack jetzt stehen. Den finde ich auch richtig toll. Richtig schön bequem. Da legt die Kleine immer so richtig schön rein. Und auch also ein kleines Rutscheauto haben wir hier stehen. Richtig cool. Da kommt sie noch nicht so ganz auf den Boden, wenn sie drauf sitzt, aber irgendwann wird sie da auch schön drauf spielen können oder fahren können. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Sieht immer so süß aus, wenn sie da schon drauf sitzt. Genau, und hier habe ich das eben, wie gesagt, dann einmal das Zelt. Das stand ja da vorher immer. Das habe ich jetzt einmal ausgetauscht. Finde das eigentlich ganz süß so. Und sonst ist hier eigentlich alles geblieben. Und dann kann ich euch das Bad, glaube ich, nochmal. Ich lasse hier mal auf. Der Dings. Im Bad hat sich jetzt auch nicht so viel getan, muss ich ganz ehrlich sagen. Licht geht hier noch nicht, der Strom ist irgendwie abgeklemmt. Aber Spülung geht auf jeden Fall. Haben wir auch schon benutzt, die Toilette. Genau, hier geht auch das Wasser. Und der ist auch schon angeschlossen. Das funktioniert auch. Ja. So, und dann geht es noch einmal nach unten. Da hat Felix nämlich auch schon was geschafft. Und zwar im Wohnzimmer. Genau, wir haben jetzt hier Fußboden. Also, eigentlich wollten wir Trockenestrich nehmen. Das war uns aber ein bisschen zu teuer. Und deswegen haben wir selber gemacht, sozusagen. Styropor, 40er und OSB-Platten drauf. Und das ist unser Fußboden inklusive Dämmung. Und darauf kommt jetzt noch Laminat. Die ganzen Platten sind einzeln verleimt und alles. Und genau, so sieht das jetzt aus. Ich kann mich mal hier hinten hinstellen. Ihr seht, es fehlt auch nur noch ein ganz kleines Stück. Aber wir haben keine USB-Platten mehr. Deswegen, genau, aber so sieht es jetzt aus. Hier im Wohnzimmer, da ist der Gästebad, Felix Büro und hier ist ja mein Büro hier hinter. Genau, und das ist eben unser Wohnzimmer jetzt derzeit. So sieht das aus hier. Hier haben wir jetzt, wie gesagt, den Fußboden gemacht. So. Hier hat Felix auch schon ein bisschen weiter verkleidet, wie ihr seht. Mein Büro, das kann man auch so ein bisschen besser erkennen. Und hier haben wir auch schon Lichtschalter gemacht. Ihr seht, voll krass, was wir hier alles an Licht anbauen. Wir bauen nämlich echt total viel ein. Hier überall seht ihr, wo jetzt die Kabel hängen. Hier kommen überall Spots in die Decke, so wie in der Küche. Genauso hier einmal lang. Also einmal hier komplett und dann auch einmal hier komplett. Und hier kommt die Deckenleuchte hin. Und auch hier kommt einmal Spots lang, damit man hier eben den Weg einmal so komplett beleuchtet. Und dann hier noch die Esstischlampe. Ich glaube, die kommt da sogar hin. Da so. Und dann hier auch noch irgendwo andere Spots. Also kommt echt total viel rein hier.
Genau, und das war es auch eigentlich hier im Wohnzimmer. Und hier wurde natürlich auch Strom gemacht. Das ist, wenn man aus dem Wohnzimmer herauskommt, hat man dann eben hier auch nochmal die Lichtschalter. So, in der Küche hat sich, glaube ich, nicht viel getan. Oh Gott, zum Glück bin ich nochmal hier drin. Die Heizung ist die ganze Zeit noch an. Oh Gott, es ist warm hier drin. Es ist ja voll die Sauna jetzt hier. So, also, so sieht die Küche gerade derzeit aus. Aber das wisst ihr ja auch schon. Das habe ich euch auch schon mal gezeigt. Super schön finde ich das. Was ich jetzt euch aber noch zeigen wollte, ist Dunstabzugshaube. Da wurde ich letztes Mal schon gefragt, ob wir da keine haben. Doch, haben wir. Die steht hier. Natürlich muss die auch noch eingebaut werden. Ich habe ja letztes Mal gesagt, die Küche ist soweit fertig, aber natürlich fehlt die Dunstabzugshaube. Die haben wir hier, wie gesagt, die ist noch schön verpackt und so, denn wir machen gerade das Loch dafür noch draußen. Da seht ihr das Loch, da müssen wir jetzt noch einmal natürlich durch die Außenwand durch. Das machen wir aber von außen und deswegen ist da jetzt halt so ein bisschen, ja, ne? Das Rohr hier kommt dann nachher rein. Das haben wir extra so, ist schon zugeschnitten und so. Und das kommt dann da nachher durch. Und dann kommt das ganze Ding da ran. Ja. Und dann ist es wirklich fertig. Und genau, hier müssen natürlich noch die Leisten dran. Ihr seht hier, wir haben das auch nochmal neu gestrichen. Ich weiß nicht, ob das einigen aufgefallen ist. Leider haben wir den falschen Farbton gekauft. Aber das werden wir, denke ich, nochmal überstreichen, weil das Grün gefällt mir gar nicht. Das vorher hat mir besser gefallen. Ja, aber schauen wir mal. Das werdet ihr alles noch sehen. Aber so sieht es, wie gesagt, hier gerade aus. Und hier kommt ja noch ein Esstisch hin. Das suchen wir gerade nach einem richtigen, der hier so schön hinpasst. So, und bevor ich das Licht ausmache und wir nach oben schlafen gehen, die Lampe wollte ich euch noch zeigen. Die haben wir jetzt hier auch neu im Flur. Ich weiß gar nicht, ob ihr die schon kennt. Ist auf jeden Fall so eine viereckige LED-Lampe und die sieht richtig schön aus und die macht richtig schönes Licht. Aber die machen wir jetzt aus. Oh, falsche Lichtschalter. Aus. So sieht die nochmal besser, genau. So sieht die aus. So. Und dann gehen wir oben ins Bett. Die erste Nacht. Ich bin echt gespannt. So, hier ist unser Bettchen. Fernseher läuft. Und wir machen jetzt Haia. Wir machen jetzt Haia. Wir machen jetzt Haia. Guten Morgen, meine Lieben. Die erste Nacht ist vorbei. Wir haben jetzt Donnerstag früh und wir werden jetzt frühstücken gehen. Und danach geht es ein bisschen einkaufen für die Baustelle hier. Und unser Bett ist so schön. Schaut mal. Ist das nicht schön? Oh, wie schön. Sieht so gemütlich aus. Und es war auch echt richtig gemütlich. Also, so ein Boxspringbett ist schon was anderes. Ja, was sagst du, Schatz? Wie war das? Ich fand es sehr bequem. Ich habe, glaube ich, durchgeschlafen? Das ist selten. Das ist echt, ja, war richtig schön. Und wie gesagt, gehen wir jetzt kurz einkaufen und dann zeigen wir euch noch, was wir heute noch so auf der Baustelle machen.